Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tomb Raider. Wir waren soweit, dass wir hier jetzt so eine Mauer gefunden haben. Im Grab des Propheten sozusagen, die wir wohl jetzt mit E, indem wir E drücken, einhauen können. Das probieren wir glatt mal aus. Nochmal E. Und schon haben wir hier Löschli, wo wir durch können. Ah, ist ganz schön hell auch. Natürlich. Natürlich. Unglaublich. Wenn wir das mal hätte sehen können. Gar nicht, die Frage, die ich mir jetzt allerdings stelle, bevor ich hier weitergehe, ist... Warte, wieso kann ich nicht... Halt. Ist, ja... Guck mal, ich habe 4 von 5 Wandgemälden gefunden und noch nicht ein Dokument. Ist komisch. Gehört das hier noch mit dazu? 1, 2, 3, 4 Wandgemälde. Mehr gibt's da hier auch nicht. Also müssen die ja noch kommen dann. Gut. Ja, alles kein Problem für mich. Oh nein. No problem. Ich muss da rein. Aua. Aua. Alter. Super. Und hoch. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Zieht's irgendwo vielleicht schon ein Relikt oder irgendwas in der Art? Ne. Ein Durchgang. Ja. Jetzt wird es ein bisschen finster hier. Oh Gott. Verdammt. Komm schon. Oh. Oh. Ach ja, das... Hier war ich auch schon. Also hier sind 80 Millionen Skorpione. Da kraut's mich ja, ey. Ohne Witz, da krieg ich das böse Wesen, wenn ich das schon sehe. Ich geht's. Lauf! F. Hallo. Naja, Leichen sind ja auf jeden Fall eine Menge. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Hier liegt doch irgendwas. Der kann Trinity ich das aufnehmen? Q. Wir drücken mal Q. Seht ihr, hier ist nämlich schon eine Tonne. Und das ist dann noch ein Wandgemälde. Super, da haben wir die Wandgemälde alle vollzählig. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Sehr schön. Dann, hier haben wir eine Schriftrolle, ein Dokument lesen. Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt.
Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Aha. Es scheint wohl jemand zu vertuschen, dass du den überhaupt... Was ist das für ein Geräusch? Hat sie das jetzt gemacht? Alter! Hab ich mich gerade erschrocken. Alter! Oh, ich hab mich gerade wieder erschrocken, auch wenn ich die Szene schon kannte. Oh, ganz kurz beruhigen. Alter, ist ja gerade so laut. Alter! Ich muss gerade erstmal drüber klarkommen. Und ich muss mir mal die Nase ganz kurz putzen. Kleinen Moment, ihr süßen Schnecken. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen laut, das ist mir aber egal. Ja, Schnupfen. Ja, super, ne? Kann man auch mal, Taschentuch voll. Taschentuch voll. Oh, ich hasse es ja, erkältet zu sein. Und ich bin ständig erkältet in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was das ist. Es wird am Wetter liegen, denke ich mal. Oder daran, dass ich mich nie richtig auskuriere. So. Und meine Nase quietscht ganz komisch gerade. Aber wir machen weiter. Quietsch, quietsch, quietsch! Sie sprengen sich den Weg. Irgendwas passiert doch jetzt hier. Ah! Hallo. Ich dachte, ich finde ihn hier vielleicht noch einmal. Hier kann man was reinholen. Hier liegen überall Leichen rum, wie ekelhaft das einfach ist. Das war jetzt kein schweres Rätsel. Ich will hier halt wirklich nichts verpassen. So. Ah! Ich hab so ein Schwein gehabt. So. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. So haben wir hier irgendwo noch was, sag mal. Voll schön. Und hier sind, denke ich mal, die ganzen Relikte und der ganze Scheiß versteckt. Die habe ich das letzte Mal alle nicht so gefunden, wie ich das eigentlich wollte. So, da unten ist eine Mauer. Aber guck mal, hier kann ich doch... Oh, wo läuft denn die? Ich dachte, da kann ich vielleicht hoch. Hm, warte mal. Wenn ich jetzt mal hier auf die Map gucke, sehe ich als einziges nur diese scheiß verkackten Menschverstecke da.
Das ist das Einzige, was ich sehe. Fuck. Ja, schade. Das Dokument, das habe ich ja mitgenommen da. Brauche ich jetzt nicht. Die Münzverstecke kann ich ja mal mir markieren für einen Notfall. Die Relikte sehe ich halt nicht. Ich stecke das Wasser an. Hier sind auf jeden Fall irgendwo die Münzverstecke, genau. Warte mal, war da nicht noch nur eins hier? Da ist ein Buch, glaube ich. Ich raff's aber gerade nicht irgendwo. Warte mal. Ah! Ich will hier irgendwie die Relikte finden. Und die Dokumente natürlich auch. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Ach, da ging es wohl drum, irgendeine Seite den Propheten töten, die wir vorhin schon mitgekriegt haben. Und der hat es scheinbar aber nicht gemacht und hat aber erzählt, ich hab das gemacht, du. Da ist auf mich Verlass, sozusagen, hat er gesagt. Ich würde jetzt kurz hier die Gegend drumherum nochmal absuchen, weil ich halt wirklich, wirklich... Ach, mal hier den Gang rein eigentlich, das könnte man mal machen. Den Gang. Die war ich nämlich noch nicht. Wie kommt man denn da rein? Das ist die andere Frage. Ist das richtig? Frage ist, guck mal, die kann ich doch auch hoch. Ich will halt wirklich alles mitnehmen, so, weißt du? Wäre halt irgendwie doof, die Hälfte wieder zu verpassen.
Aha, siehst du? Noch ein religiöses Symbol. Aber das hier ist simpel und handgemacht. Der Prophet muss Anhänger in allen Schichten gehabt haben. Mhm. Na, sag was dazu. Sagst du nichts mehr zu. Da gibt's. Wir gucken mal, was uns jetzt noch fehlt. Ein Relikt, zwei Dokumente. Ansonsten haben wir alles. Ist da noch ein Dokument, oder? Haha! Und jetzt ist die Karte aktualisiert. Pass auf. Hier sieht man nämlich jetzt die Dokumente. Das hier haben wir zum Beispiel noch nicht. Mal wieder hier rüber hüpfen. Ich will nämlich, ich glaube nämlich... Schießen Sie die goldenen Räuchergefäße ab. Ach, das ist eine Herausforderung, die ich machen muss. Wie viele gibt es denn davon? 7 Stück. Na super. Cool. Das Dokument, das scheint ja irgendwo hier. Da oben ist es. Ups. Eine kleine Armee an. Treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen. Aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen. Und es wird endlich ein Grab werden. Ich hätte gern... Hier noch 2. Das sind noch nicht alle gewesen. Oh! Sorry! Da hat wohl jemand geschlafen. Ha. Ich werde diese Falle hier nicht auslösen. Halt. Das Wasser muss steigen. Noch was. Hä, wieso noch ein Dokument? Mein Herr, die letzten Verbliebenen der Anhänger des Propheten
haben sich im Grab verbarrikadiert. Wir lagern am... Verstehe ich jetzt nicht. Wir bereiten uns darauf vor, die Barrikaden zu durchbrechen. Ich sah den Mann, der sich als Prophet ausgibt, bevor sie das Tor schlossen. Und ich gebe zu, dass eine große Ähnlichkeit besteht. Aber es kann nicht sein. Egal. Sie werden alle vor Sonnenaufgang tot sein. Der Trinity-Orden wird dafür sorgen, dass die Ketzerei ein Ende hat. Deine Mutter hat ein Ende und die Wurst hat zwei. So, warte mal. Halt, das war falsch. Hä? Ach, vier Dokumente. Ich brauche noch ein Relikt. Und diese scheiß verkackte Herausforderung. Das möchte ich auch irgendwie noch schaffen. Warte mal. Das gibt's doch gar nicht. Hops. Und hops. Noch mehr Münzen. Ich habe doch alle Münzverstecke gefunden. Ich jetzt aber nicht so ganz. Na gut. Überlege noch mal. Ja, wie komme ich denn da hoch? Ah ja. Und dann hier oben. Krabbeln wir mal hier hoch. Halt, stopp. Gefunden. Ich hab das Relikt nicht gefunden. Fuck. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will.
ist denn mit seiner Hand? Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Ja, weil sich die Lara da drin versteckt. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Nee. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. In Deckung! Oh, ich und schießen, gell. So, das Problem, was ich habe, ist... Ich würde gerne noch die Artefakte suchen. Und die Relikte. Die Relikte. Aber Lara, wir haben noch nicht alle Relikte. Oh. Obala. Obala. Nochmal. Vielleicht findet man jetzt noch ein paar Relikte, oder? Ach ne, ich glaube, es wechselt jetzt direkt zu einer neuen Szene. Naja. Schade. Aber wir haben viel gefunden. Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Ach. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal.
Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Lass die Aggression aus! Jonah? Oha! Sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Und so landeten wir in Sibirien. Und es war arschkalt hier. Das Problem ist, die Story endet gerade nicht. Lara, bist du da? Ich bin in nee. Sicherheit. Schön für dich. Jonah? So, sie friert ein wenig. Wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. So. Ich muss Schutz suchen. Finden Sie einen Unterschlupf? Ja, klar, machen wir gleich. Hoch. Deswegen bis dahin.